Hallo und herzlich willkommen zu Ostfriesen-WG. Letzte Woche Freitag haben wir über den Schutzpatron der Magier gesprochen, Giordano Bruno. Heute, am 4.3.2022, reden wir über Telekinese. Fangen wir an, los geht's! Telekinese ist per Definition die Fähigkeit, Objekte aus der physischen Realität mit Gedanken zu beeinflussen. Diese Fähigkeit ist allen Menschen angeboren und muss halt wieder neu trainiert werden. Die Voraussetzung dafür ist, seine Gedanken zu kontrollieren bzw. zum Schweigen zu bringen. Dieses könnt ihr erlernen durch Meditation und visuellen Reizen. Wichtig hierbei ist das Visualisieren. Wenn ich zu euch sage, denkt an eine grüne Tasse, können viele dieses nur schemenhaft, eine verblasste grüne Tasse vorstellen. Dieses kann trainiert werden, dieses Bild zu verdeutlichen und länger aufrechtzuerhalten. Häufig hilft es, dieses Bild gedanklich in Bewegung zu setzen, damit sie deutlicher werden. Zum Beispiel ein fahrendes Auto, wie in diesem Fall eine drehende grüne Tasse. Also wenn ihr die Tasse hin und her dreht in euren Gedanken, wird sie klarer und deutlicher. Da unser Verstand kreativ ist, kommt er mit beweglichen Bildern besser klar. Ihr müsst das Visualisieren täglich üben, circa 15 Minuten. Habt ihr jetzt einen Gegenstand vor euch, schaut den Gegenstand genau an, von allen Seiten. Nehmt es in die Hand, fühlt seine Struktur, wie glatt es ist, schaut euch genau an, wie es aussieht, das Gewicht, balanciert es auf euren Fingern, damit ihr ein Gefühl für den Gegenstand erhaltet. Riecht daran, nehmt euch Zeit dafür, diesen Gegenstand genauer kennenzulernen. Versucht nun mit Hilfe von Visualisieren das Objekt zu bewegen. Aber ihr müsst es euch geistig gut vorstellen. Da wir in der heutigen Zeit von Bildern überflutet werden und mehrere Dinge gleichzeitig tun, kann es einige Zeit dauern, bis das Visualisieren klappt. Wichtig ist auch daran zu glauben, dass ihr das Objekt bewegen könnt. Dadurch gelingt es euch schneller. Es ist wie im alltäglichen Leben. Schreibt man sich Negativität zu, wenn diese auch manifestiert. Die meisten Anfänger nutzen das Psi-Wheel oder Psi-Wheel. Siehe Hintergrund. Man kann dieses Psi-Wheel aus Papier oder Alufolie falten. Wichtig ist es, es vorher genau zu untersuchen und wieder ein Gefühl für das Objekt zu gewinnen. Am Anfang fühlt ihr die Hände zum Objekt. Wenn es sich bewegt, gebt ihr ein Glas über das Psi-Wheel und führt wieder die Hände mit leichtem Abstand zum Glas. Sobald es sich bewegt, lasst ihr die Hände außen vor und bewegt das Psi-Wheel unter dem Glas nur mit euren Augenkontakt. Nach täglichen Übungen mit dem Psi-Wheel könnt ihr auch andere Objekte verwenden, wie zum Beispiel Feder, Bleistifte und andere Dinge zu bewegen. Am besten ist es, ihr fühlt die Energie, die Verbindung, die zwischen euch und den Objekten. Diese Form der Telekinese lässt sich sehr schnell erlernen. Nur Objekte frei durch den Raum schweben zu lassen, dauert dafür bedeutlich länger. Dieses liegt vermutlich in unseren festgefahrenen Gedanken. So, jetzt haben wir gelernt, wie wir Objekte bewegen können durch Telekinese. Kommen wir jetzt dazu, die Form der Objekte zu verändern, wie das Löffel verbiegen. Wenn wir von Materie reden, denken wir immer, es sei fest. Aber wir haben in der Schule schon gelernt, dass Materie zu 99,99% aus nichts besteht.
und um den Atomkern herum und um die Atomhülle herum ist nichts. Würden wir den Atomkern vergrößern, zum Beispiel wir geben den Atomkern die Größe eines Apfels, dann wäre der Abstand vom Atomkern zur Atomhülle so weit wie der Abstand zwischen Erde und Sonne. Und zwischen diesem Abstand zwischen Erde und Sonne ist einfach nichts. Wir erhalten den Eindruck von fester Materie, da sich die Atomhülle bzw. die Elektronen so schnell bewegen. Man kann es vergleichen mit einem Ventilator. Ist das Gerät angeschaltet, gibt es einen Widerstand, man kann sich daran verletzen. Ist das Gerät ausgeschaltet, kann man durch die Rotorblätter hindurchgreifen. Also ist es umgeben von nichts, von einer Leere. Bei der bildlichen Vorstellung des Löffelbiegens verlangsamen wir die Atomhülle so sehr, dass man dazwischen reingreifen kann. Das gelingt uns, wenn wir uns vorstellen, der Löffel ist besonders weich. Dabei kommen wir in einen gewissen Trancezustand. Dieser Trancezustand habe ich in dem Video Die Welt anhalten schon erklärt. Es ist vergleichbar wie Regen auf einer Fensterscheibe, wenn die Regentropfen einen Rinnsal bilden. Die Tropfen, die auf die Scheibe fallen, fließen dann sehr schnell den Rinnsal hinunter. Aber wenn ihr in diesen Trance hineinkommt, verlangsamt sich dieser Tropfen und fließt in Zeitlupentempo hinunter. Oder wenn ihr in Lebensgefahr seid, kommt ihr auch in diesen Zustand, wo alles in Zeitlupentempo abläuft. In vielen Filmen wird es auch so dargestellt. In diesem Zustand müsst ihr euch versetzen und visualisiert ihr, dass der Löffel weich wird. Hierzu verwendet ihr bitte einen Löffel aus Chromstahl, da Löffel aus Blech oder Silber zu weich sind. Und diesen Chromstahl macht ihr so weich wie Knetgummi. Ihr dürft euch dabei körperlich nicht anstrengen. Es muss leicht und mühelos sein, wenn ihr den Löffel verbiegt. Ansonsten macht ihr es falsch. Und bevor ihr damit beginnt, den Löffel zu verbiegen, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr den Löffel lieb habt. Es klingt zwar kitschig, aber bewirkt sehr viel. Dadurch verbindet ihr euch mit dem Löffel. Ihr stellt euch schon das Ergebnis geistig vor. In eurem Kopf habt ihr den Löffel schon verbogen. Und dann stellt ihr euch vor, dass der Löffel aus einem ganz weichen Material besteht. Aber wie gesagt, als erstes müsst ihr den Löffel lieb haben. Ganz wichtig. Nehmt den Löffel in die linke Hand zwischen Daumen und Zeigefinger als Rechtshänder. Und mit der rechten Hand greift ihr am Stiel des Löffels entlang, den Bereich, den ihr weich machen möchtet. Stellt euch vor, dass es aus einem ganz weichen Material besteht. Aus Knete, Teig, Marzipan, Schweißdraht, Draht, Lötzinn, Spaghetti, Wachs. Nehmt das, was ihr gut kennt, das weich für euch ist. Wenn ihr es euch gedanklich vorstellt, dass der Löffel weich ist und ihr mit den Finger über den Stiel tastet, kann es ein bisschen dauern, bis das Gefühl kommt, dass der Stahl weich ist. Die Gefühle können unterschiedlich sein. Ein kribbelndes Gefühl oder dass der Stiel heiß wird oder sich flüssig anfühlt. Man darf nicht zu früh anfangen, den Stahl zu verbiegen. Besser noch ein bisschen warten, bis der Stahl noch weicher wird. Aber ihr dürft auch nicht zu lange warten. Es bedarf ein bisschen Übung und Erfahrung. Es gibt viele Fake-Videos im Internet, die euch aber nicht schaden. Schaut euch diese Videos dennoch an, denn ihr seht, dass es möglich ist. Euer Verstand wird überzeugt und die Telekinese im Bereich der Bewegung und auch der Objektveränderung wird leichter für euch. Euer Glaube wird stärker und das ist das Wichtigste, dass ihr daran glaubt. Es gibt noch mehr Bereiche der Kinese, zum Beispiel Pyrokinese, das ist das Manipulieren von Feuer, oder Hydrokinese, das ist das Manipulieren von Wasser, oder
Biokinese, das ist das Manipulieren von biologischen Systemen, oder Aerokinese, das ist das Manipulieren von Luft, und Ferrokinese, das ist das Manipulieren von Magnetismus. Einige dieser Bereiche haben wir schon in dem Video die Weltanhalten besprochen. Aber wenn ihr wünscht, können wir euch noch weitere Videos in dieser Richtung machen. Dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns bitte mal einen Daumen nach oben da. Nächste Woche Freitag um 10 Uhr reden wir über morphische Felder. Wenn ihr keine weiteren magischen Videos verpassen wollt, dann abonniert unseren YouTube-Kanal. Es ist absolut kostenlos. Teilt unsere Videos sehr gerne weiter. Umso größer unsere Community wird, umso mehr können wir erreichen und Positives in der Welt erschaffen. Ich wünsche euch einen schönen Vormittag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend und ein wunderschönes Wochenende und eine schöne Woche, wann immer ihr dieses Video schaut. Bis nächste Woche Freitag um 10 Uhr, euer HDJ.